zusammen und willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing-Video von mir. Heute geht es um den Harry Potter Premium Adventskalender. Ich freue mich schon richtig toll, den euch zu zeigen. Ich hoffe, der wird auch gut sein. Ich habe für den Kalender, glaube ich, um die 50 Euro gezahlt. Ich blende euch hier den Preis mal ein. Die Location mal ein bisschen anders. Ich bin nämlich bei meinen Eltern. Habe mich auch ein bisschen passend angezogen, aber alles mal wieder auf die Schnelle. Auf jeden Fall hole ich den jetzt mal aus der Folie. Also so sieht der Kalender mal ausgepackt aus und ich finde, der sieht richtig hochwertig aus. Also es ist so ein Karton, den man wiederverwenden kann, denke ich mal. Hier ist so eine Schnalle, glaube ich. Ich muss gerade selber mal gucken. Ich hoffe, das fokussiert. Also die ist richtig schön, die fühlt sich auch hochwertig an und ist hier so aufzumachen. Und dann sind hier drinnen die Türchen. So sieht der Kalender aus und das ist so eine richtig, also für einen Kalender, verhältnismäßig hochwertige Box, die man richtig gut wiederverwenden kann. Hier steht auch Countdown to Christmas with one magical gift every day, also der kommt wohl aus England, denke ich mal, von der Marke Sign Replicas oder so, denke ich mal. Ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall finde ich den richtig, richtig schön. Also wie gesagt, den öffnet man hier und dann sind hier so relativ kleine Türchen, finde ich. Also der Kalender ist generell sehr klein. Aber wir gucken mal, wichtig ist ja der Inhalt. Das haben wir direkt hier. In Türchen Nummer 1 haben wir einen The Bank of Gringotts, so einen Holz, ja, Baumschmuck, sage ich mal. An sich eine süße Idee. Ich liebe ja Weihnachten, ich liebe Baumschmuck, deswegen, das wird auf jeden Fall an meinem Tannenbaum hängen. Finde ich ganz süß. Mit dem Wert kann ich es euch tatsächlich nicht berechnen, denke ich. Ich werde nur mein Fazit geben können, was ich meine, ob der Kalender das Geld wert war oder nicht. Ich packe das aber auch alles nochmal schön ein, weil ich es nachher noch für meinen TikTok gerne benutzen würde. Ich blende euch immer meinen TikTok-Kanal ein. Also wenn ihr meine TikToks gucken wollt, abonniert mich dort gerne. Und ich stecke es auch alles mal wieder rein, einfach auch für die Stabilität. So, Türchen Nummer 2. In Türchen Nummer 2 haben wir Socken. Ich weiß gar nicht, wie ich die euch auspacken soll, dass ich die auch wieder gut mitnehmen kann. Auf jeden Fall sind es so allgemeine Hogwarts-Socken. Also ich bin ehrlich, ich glaube, mir werden die zu groß. So große Füße habe ich nicht. Aber an sich, die Idee ist ganz süß. Die könnten ein bisschen, ja, ich finde sie ein bisschen schlicht. Aber ich habe sowieso alle Arten von Socken, was Harry Potter betrifft. Von dem her kann man mich da, glaube ich, nicht mehr mit überraschen. Aber ich finde es okay. Also wenn es bei einem Paar bleibt, dann passt das so. Ich meine, ich finde, das gehört auch ein bisschen dazu. So Harry Potter Socken. Finde ich in Ordnung. Türchen Nummer 3 ist ein bisschen größer. Türchen Nummer 3. Ich dachte, es wären schon wieder Socken, aber das sind Handschuhe. Also ich finde es cool, weil Handschuhe habe ich jetzt... Ich habe weder Handschuhe noch Handschuhe von Harry Potter, deswegen... Ich glaube, die passen mir auch einigermaßen. Ist halt klar schwierig mit den Größen, weil man ja nicht weiß, wer den Kalender kauft. Aber ich glaube, so für Männerhände wären die ein bisschen klein. Aber für meine Frauenhände finde ich die richtig süß mit dem Hogwarts-Logo. Gefällt mir. Finde ich toll. Also da freue ich mich. Ich dachte im ersten Moment, es wären wieder Socken. Aber nein, es sind Handschuhe. Immer viel ist Hedwig drauf. Finde ich richtig schön. Ich liebe ja Hedwig. Und... In Türchen Nummer 4. Was ist das denn? Befindet sich etwas? Ich glaube, ist das ein Stempel? Also da ist auf jeden Fall so ein Funko Harry drauf. Und hier ist so ein... Ich pack's mal aus. Ist hier so ein Teil zum Draufdrücken. Aber wo ist das für Teig? So ein Kuchenformausstecher, dass man das auf den Teig macht und dann sticht man das so aus? Ich glaube ja. An sich eine coole Idee, hatte ich jetzt so in keinem Kalender bisher gesehen. Wenn ihr die Produkte im Schnelldurchlauf nochmal einzeln sehen wollt, wie gesagt, könnt ihr mir gerne auf meinem TikTok-Kanal folgen. Oh, das war Türchen Nummer 14 und nicht Nummer 4. Müssen wir uns merken, dass ich nachher anstatt die 14 die 4 aufmache. Machen wir weiter mit Türchen Nummer 5. Und es ist, beziehungsweise es sind Aufkleber. Und zwar sind die so grün, deswegen denke ich mal, werden die in der Nacht leuchten. Ich
denk mal, das wird jetzt nicht jedem gefallen. Ich finde es aber cool. Also es ist auch so ein rauer Stoff, so wie so eine Tapete. Aber ich finde es richtig cool. Ich weiß noch nicht, wo ich die hinhängen werde. Ich denke mal, vielleicht sogar auf die Vitrine kleben von mir. Aber ich finde es cool. Also mir macht man mit sowas eine Freude. Türchen Nummer 6 ist der Nikolaus. Aber da der Kalender aus England kommt, also nehme ich zumindest mal an, denke ich mal, wird da jetzt nichts Besonderes drin sein. Aber wir gucken mal. Ich finde es auch bei dem Kalender generell schwer zu sagen, ob was besonders ist oder nicht. Türchen Nummer 6 haben wir ein... Ich glaube... Soll das ein Lesezeichen sein? Das ist auf jeden Fall so ein Wackelbild von Sirius. Ich hoffe, man sieht das. Ist halt durch die Verpackung ein bisschen geknickt. Aber ich denke mal, wenn man das vielleicht eine längere Zeit in die andere Richtung drückt, geht's vielleicht wieder. Ich liebe Sirius. Also meine Lieblingsfiguren sind sowieso Sirius, Snape und Dumbledore. Fragt mich nicht, ob in der Reihenfolge. Ich überlege es mir ständig, kann es aber nicht sagen. Sirius ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfiguren. Und deswegen freue ich mich da richtig. Und ich finde, das kann man gut als Lesezeichen benutzen, wenn man es wieder gerade gebogen bekommen. Die natürlich Nummer 17 anstatt Nummer 7. Genau, aber Nummer 7 ist so ganz klein. Ich finde das voll süß. Ich kann mir echt nicht vorstellen, was da drin ist, aber es ist echt winzig. Okay, ich weiß immer noch nicht, was das ist. Oh, ich krieg's auch nicht raus. Ah, was ist das? Ist das ein Brillenputztuch? Also es ist auf jeden Fall so ein kleines Tüchle. Vom Design her finde ich süß. Also da ist Hogwarts drauf. Und Zauberstäbe und so ein Frosch. Ich denke, ihr seht das so. Vom Design her finde ich süß, aber selbst für ein Brillenputztuch ist es ein bisschen klein, oder? Ich wüsste jetzt nicht, was man damit anfangen sollte, wenn man keine Brille besitzt. Aber das Design ist schön. Türchen Nummer 8 ist wieder so putzig klein. Und in Türchen Nummer 8 haben wir ein... Ich denke mal, das ist ein Aufnäher, oder? Helft mir, korrigiert mich, wenn es nicht so ist. Also der sieht von hinten so aus. Und von vorne so, aber ich denke mal, das kann man sich an die Kleidung nähen. Also sowas wie das hier. Ich finde es echt schade, dass ihr das nicht seht. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das hinbekommen soll mit der Kamera. Höchstens, ich ziehe es ein bisschen höher. Aber ich denke mal, das wird sowas in der Richtung sein. Finde ich auch nicht schlecht, wenn man weiß, wie man das macht. Also ich habe jetzt echt keine Ahnung, wie man sowas... Oder bügelt man das vielleicht drauf? Irgendwie so. Aber an sich finde ich es eine süße Idee. Ich finde generell, also der Kalender, das ist nicht so ein Mainstream-Kalender. Ich weiß nicht, ob es dem Wert entsprechend jetzt ist, aber es sind halt besondere Sachen drin, die man sonst nicht so gerade in Harry Potter Adventskalendern findet, weil die meisten, die ich kenne, sind eher mit so Schreibwarenzeug. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, oder Funko, so, das sind diese Funko-Pop-Figuren, das sind, und Lego, das sind so die gängigen Adventskalender, von dem her finde ich, ist der mal ein bisschen anders, und den Schmuckkalender mit, bei dem es nicht mal 925er Silber ist, deswegen mag ich den nicht so. Also sind die meisten Adventskalender von Harry Potter halt echt mit Schreibwaren und der hier jetzt nicht. Das finde ich ganz gut. Okay. Nummer 9 haben wir, glaube ich, eine Harry-Figur aus irgendeinem komischen Stoff. Oh mein Gott, was ist das? Also, damit ihr es auch mal seht, der ist hier so zum Zusammenstecken. Aber das ist kein Plastik, das ist eher so Gummi, aber so komisches Gummi. Also ich kann es euch gerade echt nicht erklären. Ich kenne dieses Material nicht. Ist so ein bisschen so, seht ihr das, wie der wackelt? So wabbelig. Es fühlt sich ein bisschen an, wie wenn er sowas knete oder so wäre. Ich hatte erstmal kurz Angst, dass ich den kaputt gemacht habe. Aber was ist das? Also der hat hier auch so zwei Löcher in den Händen und ein Loch im Kopf, aber da ist nicht mehr drin. Ne? Aber an sich in der Vitrine sieht er bestimmt gut aus. Nummer 10 haben wir, glaube ich, wieder eine Figur. Ah, jetzt macht es auch Sinn. In Türchen Nummer 10 haben wir einmal Hedwig, einmal einen Brief, einmal einen kleinen Zauberstab und einen Hut. Also ich denke mal, das kann man dem alles anziehen. Wenn ihr den angezogen sehen wollt, kommt auf meinen TikTok-Kanal. Da werde ich das nämlich machen, weil ich will den jetzt nicht nochmal auspacken. Aber die Hedwig-Eule ist richtig süß und der Hut auch eigentlich. Ich finde es richtig süß. Ich finde das Material immer noch komisch, aber ich finde die Sachen richtig süß. Auch dass sie das so auf zwei Türchen aufgeteilt haben, quasi so Accessoires, noch im nächsten Türchen, finde ich richtig süß. Ich habe meinem Sohn dann gefallen, weil die Figuren, die ich habe, gerade so, also für Legos ist er mir noch zu klein. Und vor allem, weil wir ja die Marlina noch haben, habe ich immer Angst, dass er irgendwo was liegen lässt oder so und sie das bekommt. Deswegen darf er mit denen nicht spielen. Und die Funkos sind ihm halt ein bisschen langweilig, weil man mit denen nichts machen kann. Und dass man den so zusammenbauen kann, ich glaube, das wird ihm richtig Spaß machen. Das werde ich dem nachher zeigen. In Türchen Nummer 11
haben wir etwas, was ich schon beim Überfliegen gesehen habe, aber jetzt sehe ich auch, was das sein soll. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, was ist denn das? Das ist so ein Schildchen. Da steht Hogwarts School of Witchcraft and Wizarding, Flying Lessons. Und dann ist hier Name, Adresse, Anschrift und so. Ich denke mal, das ist für einen Koffer oder egal für was. Generell vielleicht auch Schulranzen oder ist ja für jede Altersklasse dieser Kalender, denke ich mal. Deswegen ist eine süße Idee. Nur finde ich, bei Koffern geht sowas schnell verloren. Ich hatte schon so viele verschiedene Dinge an meinen Koffern dran, in der Hoffnung, dass ich die dann besser identifizieren kann, wenn die an diesem Gate an uns dann, zu uns dann angefahren kommen. Aber das war immer alles kaputt, deswegen weiß ich nicht, ob das halten wird. Aber die Idee an sich ist süß. In Türchen Nummer 12 haben wir, glaube ich, einen kleinen Blog. I would rather stay at Hogwarts this Christmas, true. Immer, jederzeit. Auf jeden Fall, so sieht der aus. So ein kleiner Notizblock, sage ich mal. Ist ganz süß so. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind hätte, was schon in die Schule geht, oder ich selber ein Schulkind wäre, dann wäre das etwas, was definitiv in meinem Mäppchen liegen würde. Von dem her ist ein sehr cooles Produkt. Ich muss auch sagen, bisher bin ich begeistert. Also, was heißt begeistert? Merchandise-Produkte sind überteuert. Ist einfach so. Wenn man jetzt davon absieht, dass es Harry Potter-Produkte sind und einfach nur die Produkte nimmt, ist dann natürlich keine 50 Euro wert. Aber dadurch, dass eben Merchandise ist, rechtfertigt das dann so den Preis. Aber ich muss sagen, ich habe echt mit schlechteren Produkten gerechnet. Ich dachte so, von der Verpackung her ist der richtig schön, aber was innen drin dann sein wird, dachte ich so, kritisch. Aber bisher muss ich sagen, finde ich den gut. In Türchen Nummer 13 haben wir, was haben wir denn da? Wieder ein Tuch, nur diesmal ein größeres. Ich fände es vielleicht ein bisschen geschickt bei diesem Kalender. Also ich finde es schön. Sieht halt so ein bisschen vergilbt aus, aber ich glaube, das soll so, das soll diesen, ja, diesen Harry Potter Touch haben. Aber ich fände es gut, wenn er dabei stehen würde. Für was? Ist das ein Platzdeckchen oder von der Größe weiß ich jetzt echt nicht, was, für was man das benutzt. Also das ist auf jeden Fall ein schönes Tuch, aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ja, für was ihr das benutzen würdet. Türchen Nummer 14. Danke, dass ihr mich nicht erinnert habt. Türchen Nummer 14 hatten wir ja schon. Das heißt, ich muss jetzt Türchen Nummer 4 aufmachen. Moment, das ist wieder hier unten so ein kleineres. Aber ich finde die Details hier echt süß. Also obwohl es so klein ist, ist da so eine kleine Hedwig drauf gemalt. Finde ich richtig schön. Und Türchen Nummer 4 haben wir Helga Hufflepuffs Kelch. Ja, ist ein Kelch, nennt man Kelch. Ich verwechsel immer den Kelch mit dem von dem Trimagischen Turnier da, diesen Feuerkelch. Doch, das ist ein Kelch. Dann ist das ein Becher oder wie nennt man das? Wartet, lasst mich kurz überlegen. Ich sag ja, ich verwechsel das immer. Also es gibt den Feuerkelch und es gibt Helga Hufflepuffs. Ich weiß nicht gerade nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall ist es der von Helga Hufflepuff, der von Voldemort als Horcrux benutzt wurde. Und es ist ein Anstecker, ein Pin. Also an sich wäre das jetzt von irgendwas anderes ein Pin, würde ich sagen. Ich brauche keinen Pin, aber es ist ein Harry Potter Pin und der ist jetzt nicht aus so einer richtig Billo-Qualität, wisst ihr, wie ich meine? Und ich finde, er sieht auch richtig schön aus und der ist ziemlich groß. Also wenn ich überlege, mein Charmed-Aroma-Schmuck, wenn ihr hier sehen könnt, das gibt sich nicht viel. Von dem her finde ich den richtig schön groß. Der wird sich, glaube ich, hier auch richtig gut an meinem Kostüm machen. Ich hoffe, ihr seht es. Naja, so. Aber ich möchte da keine Löcher reinmachen, deswegen. Aber an sich, also es kommt auf jeden Fall in die Vitrine und ich würde es mir sogar echt an eine Klamotte machen, wenn es mir jetzt nicht zu schade wäre. Meine Harry Potter Klamotten zu durchlöchern, aber ich finde den richtig schön. Türchen Nummer 15 ist eine richtige Streichholzpackung von der Größe her. Da haben wir einen Schlüsselanhänger und das ist wieder so eine Hedwig. Also mit Hedwig kriegt man mich halt einfach immer. Mit Hedwig macht man bei mir nichts falsch, egal was es ist. Ich habe auch einen Hedwig Geldbeutel, ich habe ein Hedwig Stirnband, ich habe eine Hedwig Kerze, Hedwig Tasse. Also ich habe, wenn ich jetzt überlege, fallen mir bestimmt noch 5 Sachen ein von dem her. Ich hoffe, ihr seht es bei dem Licht. Also es ist so ein Schlüsselanhänger. Und ich finde es gut, dass der aus so einem Gummi ist, weil ich denke mal, der wird an sich relativ gut am Schlüsselbund halten, sage ich mal. Also der wird nicht so schnell kaputt gehen. In Türchen Nummer 16 haben wir, glaube ich, wieder Socken. Ja. Gut, das eine waren lange Socken, also Strümpfe, und das sind jetzt Socken. An sich finde ich es halt mit der Größe echt schwierig, weil ich glaube, die würden meinem Freund passen und er trägt halt keine Harry Potter Socken. Aber was ich cool finde, was ich so noch nicht habe, es ist Weihnachten und Harry Potter gemischt als Design, sage ich mal.
Von dem her sind das richtig schöne weihnachtliche Harry Potter Socken und ich lasse die mal nochmal durchgehen. Weil wie gesagt, das sind Sneaker Socken und die anderen waren Strümpfe. Ich meine, es gibt ja sogar einen komplett eigenen Adventskalender nur von Harry Potter Strümpfen oder Socken, was auch immer. Von dem her dürfen die hier Socken reinmachen. Die haben offiziell meine Genehmigung. So, Türchen Nummer 17 ist richtig groß. Was da wohl drin ist, was ist das? Das ist, glaube ich, ja, das ist diese Brille von Luna. Also ich muss sagen, an sich wird es bestimmt Leuten gefallen. Ich muss die auch noch selber hier zusammensetzen. Also die muss man hier rausdrücken und dann da reinstecken. Es ist auch eine 3D-Brille vielleicht. So wie beschichteter Karton. Das macht es vielleicht einen Ticken stabiler, aber die wird nicht lange halten. Also für Kinder hinter zweimal nicht, aber wenn man jetzt mal von Erwachsenen ausgeht. Ich hoffe, ich habe die jetzt richtig rum, oder ist die jetzt falsch rum? Also es ist auf jeden Fall eine 3D-Brille, meine ich. Ja. Sieht an sich, ich weiß nicht, wie sehe ich denn damit aus? Gut, die hebt auch einigermaßen gut. Ich bin halt generell kein Fan von diesem Design. Da gibt es auch bei Charmed auch immer, glaube ich, Ringe und Ketten mit diesem Design. Ich weiß nicht so recht, warum man diese Brille jetzt als so ein krasses Statement benutzen muss, dass man davon Merch produziert, sage ich mal. Ich weiß nicht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege oder wenn ihr eine andere Meinung habt. Aber das ist ja die Brille, die Luna anhat, wenn sie Harry auf dem im Zug auf dem Boden findet. Bewusstlos, glaube ich, weil er von Malfoy zusammengetreten wurde, irgendwie so. Und dann findet sie den, ich verstehe auch gar nicht, warum sie ihn durch diese Brille... Sie sieht da irgendwie so Tierchen über ihm fliegen und dadurch... Und die sieht sie wohl durch diese Brille oder wegen dieser Brille und dadurch sieht sie, dass da jemand liegt oder so. Und deswegen ist diese Brille so wichtig, weil sonst keiner mehr Harry gefunden hätte, weil er dann sonst im Zug... weiß nicht, gestorben oder nicht, aber man hätte ihn halt nicht gefunden oder nicht so schnell gefunden. Also an sich, wenn es daran liegt, okay, dann kann ich es irgendwo verstehen vom Plot her, aber wenn es nicht so ist, dann klärt mich bitte auf. Türchen Nummer 18, haben wir wieder was aus Stoff. Was ist das? Ah, das ist so ein kleiner, nennt man die Jutebeutel? Ich glaube ja. Auf jeden Fall so ein kleiner Beutel. Riecht ein bisschen komisch, ich weiß nicht, ob die generell so riechen. Aber das Design, der Juliball, Hogwarts School of Witchcraft, bla bla bla, Ministry of Magic. Und dann ist hier so ein Design drauf, also das Design ist süß. Aber der Jutebeutel stinkt ein bisschen, den muss ich auf jeden Fall waschen. Ich hoffe, dass wenn ich den wasche, dass das Design nicht kaputt geht. Türchen Nummer 19 ist wieder so ein kleines Türchen. Und wir haben hier eine Kette drin. Und es ist... Also die ist sehr robust, sage ich mal, so schon fast klobig. Ist auch nicht gestempelt oder so. Aber ich meine, gut, es ist halt Modeschmuck. Bei dem Adventskalender, der halt wirklich aus Harry Potter Schmuck besteht, finde ich halt den Preis happig. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, waren es 80 oder 90 Euro für Modeschmuck? Da bin ich halt nicht so der Fan von. Aber liegt vielleicht auch daran, dass ich so viel Schmuck von Harry Potter dank und durch Charmed Aroma habe. Aber für Leute, die das eben nicht haben... ist das bestimmt schön. Ist okay vom Design her. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich es halten soll. Es ist auch schön groß. Also wie gesagt, ich kenne es von Charmed auch immer, dass die immer kleiner werden, die Designs. Und hier sind die Designs echt schön groß, dass man auch wirklich sehen kann, was es ist. Und die Kette ist robust. Also ich weiß halt nicht, ob die abfärben wird nach einer Zeit. Aber ja, wenn man sie dann einfach nur wirklich zum Anlass trägt, dann denke ich, geht das. So ein Karabiner, wenn man kein Kettenträger ist, kann man das abmachen und sich entweder an so ein Armband, an ein stinknormales, wo auch solche Dinge hat, dran machen oder an Schlüssel oder sonst was. Also das finde ich richtig cool. Komm, da gibt es echt Props an die Macher von dem Adventskalender. Da haben sie gut mitgedacht, dass nicht jeder Ketten mag und dann so eine Alternative zu bieten, finde ich top. In Türchen Nummer 20 ist auf jeden Fall ein Zauberstab drauf. Finde ich vom Design her schön. Und ich denke mal, das ist ein Flaschenöffner. Ist vielleicht auch noch irgendwas anderes, weil hier sind... Klärt mich gerne in den Kommentaren auf, für was es noch sein kann. Aber es ist auf jeden Fall ein Flaschenöffner. Ich habe gerade geguckt, wenn der aus England kommt, dachte ich, hat er vielleicht 25 Türchen, aber der hat nur 24 Türchen. Vielleicht kommt er ja auch gar nicht aus England, aber es ist alles auf Englisch geschrieben. Also denke ich mal schon. Es ist ein Luftballon und da muss man... Da steht jetzt nichts dabei. Da muss man so ein Röhrchen oder so reinmachen. Da freut sich mein Sohn, der liebt Luftballons. Die bläst du einmal auf und dann muss er halt weg irgendwann mal.
Aber ich finde den trotzdem schön. Da steht auch drauf Happy Holidays. Und da ist eine Hedwig drauf. Ihr wisst ja, Hedwig und ich. Und auch so eine richtig, mal so eine richtig realistisch gemalte Hedwig. Also richtig schön. Und der ist auch voll groß. Also wenn ich den so aufs Bild bekomme, finde ich süß. Komm, ich finde das toll. Finde ich wieder richtig schön vom Design. Da ist so ein, gerade in die Länge, so ein Zauberstab drauf. Also ich finde, der ist echt liebevoll gestaltet. Ein bisschen so mit diesem Comic-Style. Ist nicht mein Lieblingsstyle, aber von der Aufmachung her richtig schön. Türchen Nummer 22 haben wir einen Stift. Muss auch dabei sein. Und es sieht nicht nach so einem Billo-Stift aus, sondern schon so ein bisschen edlerer Stift. Wobei ich sagen muss, hier ist halt sehr wenig drauf. Hier ist nur ein H für Hogwarts. Und dann, ja, ihr dürft nicht das Dunkle, sondern das Helle müsst ihr angucken. Ich weiß nicht, wie ich euch das zeigen soll, dass man sieht, dass es fokussiert. Ansonsten, wie gesagt, kommt auf meinen TikTok-Kanal, da zeige ich die Produkte nochmal im Einzelnen und zwar in, ja, Nahaufnahme, sage ich mal. Aber da ist auf jeden Fall so ein kleines Hogwarts-Haus drauf und es ist halt ein Kugelschreiber. Kann man immer gebrauchen. Solange es ein Kugelschreiber ist, finde ich es absolut in Ordnung. Wie gesagt, es ist kein Schreibwarenkalender wie die anderen, sondern verhältnismäßig ist halt wirklich eine Vielfalt da. Türchen Nummer 23 ist wieder ein bisschen größer. Und da haben wir wieder so einen Baumschmuck. Diesmal mit dem Nimbus 2000. So sieht das aus. Weiß nicht, ob ich jetzt nochmal ein zweites gebraucht hätte. Also ich finde generell dieses Holzdesign nicht so schön. Ich finde, da hätte man echt sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Ich weiß nicht, dieses Holzdesign-Baumschmuck gibt es ja schon so. Gefällt vielleicht auch vielen, aber ich mag eher so Plastik, Glas, Keramik, was auch immer das andere ist, was es an Baumschmuck gibt, gefällt mir mehr. Von dem her, aber ich hätte auch so von der Abwechslung her es schön gefunden, wenn es vielleicht so eine Kugel eher gewesen wäre oder so. Aber ja, an sich, damit das Design vielleicht auch sich so ein bisschen auf dem Baum wiederholt und nicht so random nur eins hängt. Aber gut, ob zwei da den Baum retten, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ist vielleicht Ansichtssache, aber an sich die Idee ist schön, aber ich hätte mich über so eine Kugel vielleicht mehr gefreut. Von der Stabilität her sind die so sortiert, dass sie sich eigentlich gegenseitig gut halten, die Türchen. Ich kann es ja mal zeigen. Gerade wenn ich die 24 rausnehme, hebt es trotzdem. Das finde ich richtig gut. Und was haben wir in der 24 drin? Oh nee, oder? Bitte nicht Socken. Wenn da Socken drin sind, finde ich es schade. Ja, es sind Socken. Also, das finde ich jetzt richtig, richtig schade, bin ich ehrlich. Es sind nochmal so lange Strümpfe. Nee, also drei Paar Socken brauche ich wirklich nicht. Da muss ich jetzt echt sagen, das ist schade. Es steht drauf, open at the close wird wahrscheinlich, also ich kenne es halt vom Deutschen, öffnet sich zum Schluss, aber open at the close wird vielleicht vom Sinn her das gleiche sein. So sieht das aus. Also, nee, da muss ich sagen, 24. Da bin ich ein bisschen traurig jetzt. Also ich finde, die hätten vielleicht ein Beanie reinmachen können oder so ein Bandeau oder irgendwas von mir aus, wenn die unbedingt da noch Klamotten reinhauen wollen. Dann nimmt doch irgendwas, was noch nicht da gewesen ist. Muss ja nichts Großes sein. Aber jetzt drei Paar Socken. Also zwei habe ich ja gerechtfertigt, habe ich gesagt, dürfen die aber drei. Und dann auch noch in die 24. Ja, ich weiß ja nicht. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Kalender fandet. Ich fand ihn an sich bis auf die 24 wirklich schön. Schön abwechslungsreich. Preis-Leistung, wie gesagt, kann man drüber streiten. Es sind Merch-Produkte. Also was ich halt wirklich aus Erfahrung sagen kann. Und vor allem auch im Vergleich, Merch-Produkte sind teurer wie Nicht-Merch-Produkte. Ist ja auch klar. Ist schon klar, dass die Leute daran verdienen möchten. Von dem her, ja, ist es okay, Preis-Leistung. Wäre die 24 jetzt schön gewesen, so eine schöne, dicke Christbaumkugel mit einem Harry Potter-Merch drauf, hätte ich gesagt, empfehle ich euch, kauft den euch schnellstmöglich, solange es den noch gibt. Ich dachte, die Kamera folgt mir, aber sie folgt mir irgendwie nicht mehr. Und mit der 24 bin ich ehrlich. Die 24 hat es jetzt ein bisschen, ja, versaut. Deswegen entscheidet selbst, ob ihr euch den holen möchtet oder nicht. Ich finde ihn, abgesehen von den drei Paar Socken, echt toll. Und deswegen, ja, empfehle ich ihn euch mal trotzdem, aber mit dem Vorbehalt, dass ihr euch nicht auf die 24 freuen sollt, außer ihr liebt natürlich Socken. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ja, ich wünsche euch was.